Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kurs heute. Ich bin Sophia, Trainerin beim Hochschulsport und wir wollen heute zusammen 30 Minuten Intervalltraining machen. Das Training wird bestehen aus einem kurzen Warm-up. Danach gehen wir über in unsere Workout-Phase. Die besteht aus kleinen Pausen von wenigen Sekunden und danach haben wir 55 Sekunden Workout, dann wieder eine kurze Pause, in der ich euch immer zeige, was die nächste Übung ist und dann machen wir zusammen die Übung. Und am Ende machen wir noch ein kurzes Cooldown. Alles, was ihr braucht, ist eine Matte, vielleicht ein Handtuch. Wir wollen ja alle schwitzen. Und dann kann es auch schon losgehen. Fangen wir erstmal an mit dem Warm-up. Wir fangen an, die Arme zu kreisen. Bringt die Arme schön auf Spannung. Kleine, schnelle Kreise. Sehr gut. Bauchspannung langsam aufbauen. Und dann werden wir ein bisschen größer mit den Kreisen. Und wippen jetzt mit den Knien mit. Große Kreise mit den Armen. Wir wechseln einmal die Richtung. Einmal nach hinten. Die Arme. Bis in die Schulterblätter sollte die Bewegung gehen. Sehr gut. Wir drehen einmal die Handflächen nach hinten. Federn nach hinten. Ziehen die Schulterblätter zusammen. Und dann gehen wir einmal diagonal aufeinander, Handflächen jetzt nach vorne, Wechsel auf die andere Seite. Sehr gut. Einmal in den Ausfallschritt, rechtes Bein geht nach vorne, beim Ausfallschritt schön tief gehen. Wir federn erstmal und dann drehen wir uns zu der offenen Seite, wo unser Bein hinten ist, mit den Armen im 90-Grad-Winkel. Noch drei. Und wir kommen tief. Linke Hand geht zum Boden. Rechter Ellbogen zum Bodenfeder. Leicht wippen. Einmal der Hand hinterher schieben. Wir drehen unter dem Körper durch. Nach oben. Und wieder tief. Und noch drei. Wieder hoch. Wechseln einmal das Bein. Linkes Bein, selbe Spiel. Einmal tief, kurz wippen. Und dann drehen wir uns zur offenen Seite. Noch drei. Und tief zum Boden. Rechte Hand, linker Ellbogen. Schön nah beim Fuß. Darauf achten, der ganze Fuß ist abgesetzt. Einmal die Hand in die Luft und den Körper durch. Und ein letztes Mal. Sehr gut, dann kommen wir wieder hoch. Wir gehen einmal gemeinsam tief in den Squat. Federn hier unten. Und dann krabbeln wir einmal nach vorne. Ein Liegestütz, schön tief. Mit geraden Beinen zurück. Ein Sprung in die Luft. Wir landen tief und wieder nach vorne. Das Ganze nochmal dreimal. Achtet darauf. Schön weich landen beim Sprung. Mit dem Vorderfuß lang. Ein letztes Mal. Sehr gut. Wir bleiben tief. Einmal in den engen Squat. Schön tief lassen. Und wir nehmen ein Bein zur Seite. Wir halten die Arme nach außen. Kreisen nochmal. Gut. Noch drei. Und wir wechseln das Bein. Wir bleiben weiterhin tief. Po schön tief. Gleich geschafft. Noch drei. Sehr gut. Wir kreisen nochmal das Bein von innen nach außen.
Und von außen rein. So. Erstes Warm-up geschafft. Dann wollen wir anfangen mit der Workout-Session. Macht euch also bereit. Ich mache immer einmal kurz die Übung vor. Danach machen wir zusammen weiter. Wenn ihr dieses Piepen hört, also dreimal piepen, dann geht's los mit dem Workout. Auf geht's. Erste Übung ist der Hunter. Wir starten im Squat. Nehmen einen Fuß nach hinten, spannen den Boden, gehen tief und wieder zur Mitte. Auf geht's. Alle machen mit. Sehr schön. Schön den Bogen auf Spannung bringen. Und tief gehen. Zur Mitte, Bein nach hinten. Und für die andere Seite dasselbe. Wer das Ganze jetzt noch ein bisschen steigern will, geht tief mit der Hand. Vorderes Bein bleibt lang. Sehr gut, die letzten 10. Fast geschafft. Fünf. Und die nächste Übung. Wir starten im breiten Squat. Nehmen ein Bein nach vorne in den Ausfallschritt. Wieder in den breiten Squat und das andere Bein. Gern die Arme mitnehmen. Schön dran denken, Knie tief. Tief in den Squat und die andere Seite. Genau, immer in Bewegung bleiben. Ruhig ein bisschen Tempo aufbauen. Und die letzten Sekunden. Wir haben noch 10. Geschafft. Nächste Übung. Einmal das Bein gestreckt hoch. Die Arme berühren unter den Fuß einander. Und wer mag, ein bisschen Tempo aufbauen. Dazwischen immer einen Crunch mit dem Bauch machen. Genau. Schöner Crunch. Bein schön gerade. Fers auf Spannung, um noch den Po mit zu trainieren. Sehr gut. Und wer das Ganze ein bisschen vereinfachen will, der knickt das Bein und nimmt das gebeugte Bein hoch. Genau, für alle anderen. Gern gestrecktes Bein. Schön dabei bleiben, schön in Bewegung bleiben. Pause gibt's gleich. Gleich geschafft. So, nächste Übung beinhaltet einen Kick. Wir nehmen das Bein hoch, Kick nach vorne. Wir lehnen uns nach vorne in die Standlage. Halten kurz hinten und dann Kick nach vorne. Auf geht's. Alle starten. Und los. Kick nach vorne und nach hinten. Gerne auch einen kleinen Kick nach hinten. Wer mag? Sonst einfach halten und ohne abzusetzen nach vorne. Wir machen das Ganze nur mit einer Seite. Die andere kommt später. Standbein ist leicht gebeugt, nicht die Gelenke zu belasten. Und die letzten Sekunden laufen. Schön hoch das Bein. Gleichgewicht halten, gern die Arme als Balance. Nun die andere Seite. Und gleiches Spiel.
Ihr kennt das Ganze. Kick nach vorne und in die Standwaage. Auf geht's. Am Boden, um das Gleichgewicht besser zu halten. Jeder in seinem Tempo. Es kann über auf Schnelligkeit. Wir wollen hier die Balance halten und die Körperspannung. Aufbauen. So, die letzten 10 Sekunden laufen. Gleich geschafft. So, nächste Übung. So wie eben, Standwaage. Wir gehen jetzt aber immer hoch und tief. Bein so hoch wie es geht. Und dann hoch und tief. So, wer jetzt noch nicht genug hat, kreist die Arme. Kleine Kreise, schön auf Spannung. Fuß gerade oder Fers auf Spannung, wie ihr mögt. Hauptsache schön hoch und tief gehen. Gleichgewicht halten. Arme kreisen. Wird schon langsam anstrengend. Aber so soll das ja sein. Sehr gut. Kurz absetzen, wenn ihr nicht mehr könnt. Aber versucht durchzuhalten. Jeder macht so viel, wie er kann. Und noch 5. Sehr gut. Selbe Spiel wieder auf der anderen Seite. Auch hier, Bein schön hoch. Ihr habt wahrscheinlich eine präparierte Seite. Nicht wundern, ist ganz normal. Hoch und tief. Kleine Kreise. Ruhig nochmal den Oberkörper bewusst nach vorne bringen, sodass es eine Linie ergibt. Optimal ist natürlich, wenn ihr einen Spiegel habt, euch korrigieren könnt. Schön hoch und tief. Die letzten Sekunden laufen. Okay, nächste Übung. Wir gehen tief in den Squat, gehen auf die Zehenspitzen, halten hier die Arme hoch und machen kleine Bewegungen hier. Wichtig, auf den Zehenspitzen halten. Kleine Paddelbewegung. Arme sind auf Höhe der Ohren. Sehr schön. Und durchhalten. Und noch ein Stück tiefer. Und die Fersen schön hoch. Geschafft. Wer gar nicht mehr kann, kann auch hier reduzieren. Entweder die Arme in den Rücken oder die Fersen einmal kurz abstellen und dann auch gern wieder dazu nehmen, wenn ihr wieder Kraft gesammelt habt. Aber versucht, bis zum Ende zu gehen. Und da habt ihr das ja schon. So schnell ging das. Nächste Übung. Wir gehen einmal auf der einen Seite tief und dann nehmen wir dasselbe Bein hoch. Also einseitiger Squat und das gestreckte Bein zur Seite hoch in der Hüfte, in der Taille wird zusammengecrunched und wieder tief. Schön den Po nach hinten schieben. Ja.
Also das eine Bein macht eigentlich gar nichts. Wir wollen bewusst die eine Seite trainieren. Schön crunchen. Wer das mit dem gestreckten Bein nicht kann, kann das auch mit einem angewinkelten Bein machen. Geschafft. Nächste Runde, nächste Seite. Also, rechts geht tief und hoch. Auf geht's. Hälfte schon geschafft. Nicht mehr lange. Schön den Po nach hinten. Bewusst tief gehen. Nicht schummeln. Wir sind ja hier zum Turnier. 10 Sekunden. Nächste Übung ist ein langsamer Burpee oder auch schnell, wie ihr wollt. Ich mache es mal langsam vor. Wir gehen in den tiefen Squat. Eine Hand, nächste Hand, ein Fuß, nächster Fuß. Dann beide Füße hoch und wir kommen in den Stand. Wer mag, kann das Ganze auch Sprung machen. Ich mache mal vor. Beide Füße nach hinten, beide nehmen die Hände absetzen und hoch. So, einmal seitlich tief gehen und nach hinten springen, hoch. Zeit läuft. Hep, hep und hoch. Nach hinten und hoch. Bauchspannung nicht vergessen. Tief in den Squat. Hände, Füße, Füße nach vorne, hoch. 5. Wir gehen einmal auf die Matte, aber jetzt machen wir was im Liegen. Erste Übung sind die Runnings aus der Plank Position. Füße nach vorne ziehen. Geht schon los. Schön zur Brust ziehen. Körper bildet eine Linie. So, wer gar nicht mehr kann, hält und tippt ein Knie. Links, rechts. Links, rechts. Alle anderen Runnings. Für Ablenkung. Double Tap. 1, 2. Normal. 1, 2. Normal. Und auch gern Tempo. Aufbauen. Hep, hep, hep. Hände unter den Schultern. Sehr gut. Wir drehen uns einmal um. Setzen uns auf unseren Po. Und dann gehen die Füße in die Luft. Und wir einen Twist zu den Seiten. Brust raus. Leicht nach hinten gelehnt. Wer gar nicht mehr kann, kann die Füße absetzen und die Bewegung hier genauso vollziehen. Aber haltet durch, es sind heute nur 30 Minuten, also schön Gas geben. Links, rechts, links. Sehr gut. Fast geschafft. Und noch 5. Letzte Sekunden. So, wir lehnen uns einmal nach hinten. Machen uns ganz lang. Aus dieser Position geht's hoch. Linkes Bein, rechter Arm. Wir ziehen uns hoch.
Running Man. Genau, gerade Rücken. Rücken kommt komplett mit hoch. Hälfte ist rum. So, wer das gar nicht kann, der kann auch nur den Oberkörper hoch und tief. 15. Durchhalten. Und noch 5. Einmal um. Vierfüßlerstand. Und aus dieser Position gehen wir einfach nur hoch mit den Knien. Und dann wandern wir ein kleines Stück nach vorne. Linker Fuß, rechter Arm. Ganz kleine Schritte. Immer darauf achten, wir bleiben mit dem Knie auf Hüfthöhe. Und genauso geht das zurück. Schön langsam. Bauchspannung aufbauen und wieder vorwärts. Vielleicht geschafft. Und die letzten 15. Immer gleichzeitig die Füße. Und ab. Okay, nächste Übung in derselben Position. So, einmal wieder hoch auf die Knie. Knie nicht abstellen. Und es geht ein Fuß hoch. Abwechseln. Links, rechts. Wer das gar nicht halten kann, kann die Knie absetzen. Und von hier aus hoch. Aber gerne auf die Zehenspitzen hoch. Gerader Rücken, wie ihr seht. Sehr schön, Blick nach unten. Oder absetzen. Aber schön, Fers auf Spannung halten. Hep, hep, hep. Hoch, hoch. Leicht geschafft. Die letzten 10. Auch hier. Knie unter der Hüfte. Sehr schön. Wir halten einmal kurz im Seitstütz. Auf der Seite. Hüfte hoch. Und halten. Das wäre Stufe 1. Wer mag, cruncht an der Seite. Noch zusammen. Oder nur halten. Wie ihr mögt. Sucht euch eine der Stufen aus. Ihr könnt auch nur das Bein anheben und hier halten. Das erfordert sehr viel Körperspannung. Bisschen dynamischer wie jetzt hier. Gleich geschafft. 15. Die letzten Sekunden einfach nur halten. 10. Geschafft. Wir wechseln einmal die Seite. Und wir kommen hoch. Zeit läuft. Wie immer, wer mag. Auf der Seite eincrunchen. Knie und Ellbogen fast berühren. Oder nur halten. Nicht nach vorne einfallen. Schön gerade nach oben. Hand auch nach oben. Ja, weiter anlegen. Und halten. Oder noch den Fuß anheben. Sehr gut. Wechsel nochmal ein bisschen dynamisch.
fast geschafft. Letzten Sekunden halten. Sehr gut. Wir drehen uns einmal auf den Rücken. Auf den Bauch. Sorry. Noch eine Rückenübung. Füße sind angewinkelt. Arme in der Luft. Und als wären wir ein Fallschirmspringer, nehmen wir die Füße hoch, die Arme hoch. Und setzen dann kurz ab. Oberschenkel heben an. Hoch. Bauch auf Spannung. Blick zum Boden. Vorletzte Übung. Durch die Nase einatmen, durch den Mund aus. Zusammenziehen und tief gehen. 10. Nochmal Gas geben. 8. Sehr gut. Letzte Übung. Wir kommen in die Halbplank. Und dann entweder nur halten, wer gar nicht mehr kann. Alle anderen, springen, auf und zu. Wer gar nicht springen kann, geht mit einem Fuß zur Seite, dann der andere. Links, rechts, links, rechts. Sehr gut. Gern gesprungen. Dabei ist die Körpermitte stabil. Schön gerade, eine Linie. Wenn ihr merkt, ihr werdet unsauber, geht zurück in Stufe 2. Oder einfach halten. Das ist auch anstrengend genug. Ellbogen leicht beugen, damit ihr die Gelenke nicht so belastet. Zum Ende nochmal Gas geben. Die letzten 15. Komm, die springen wir. Sehr gut. Hep und hep und hep. Gleich geschafft. 5. Hey, wir sind fertig. Okay, alles klar. Timer kann aus. Und wir lehnen uns nach hinten. Ins Child. Erstmal wieder regelmäßige Atmung finden. Schön rund den Rücken machen. Wir atmen durch die Nase ein. Durch den Mund. Wir kommen langsam mit der Einatmung hoch, mit der Ausatmung geht der Blick nach vorne, der Rücken wird rund. Wir gehen zurück nach hinten. Durch die Nase ein, durch den Mund aus. Blick zu den Knien und nach vorne. Nächste Stufe, wir nehmen die Hüfte mit nach vorne. Lassen die einmal durchhängen. Blick zur Decke. Schön lang nach Bauchmuskeln auseinanderziehen. Wir blicken einmal über unsere rechte Seite, über unsere linke Seite. Und dann drücken wir uns nochmal nach hinten. Nach vorne. Ein letztes Mal nach vorne. Und dann aus dem Vierfüßlerstand einmal den Fuß nach vorne ziehen. Wir wollen unser Gesäß dehnen. Wir setzen uns auf die Seite und lehnen uns dann rüber auf unser Bein. Okay, komm langsam wieder hoch. Wechsel nochmal das Bein. Linkes Bein nach vorne. Ihr seht, wir kippen leicht zur Seite. Hinteres Bein ist gestreckt. Oberkörper nach vorne. Ruhig den Kopf zum Boden legen. Okay, wir kommen wieder hoch in den Vierfüßlerstand. Von hier aus drücken wir uns hoch ins V. Gerader Rücken pobelt den höchsten Punkt. Und Fersen abwechselnd zum Boden. Tief, tief. Sehr schön. Links und rechts.
Und mal beide gleichzeitig. Von vorne. Kraft aufwenden, um. Also, was heißt Kraft? Schön, dass es angenehm ist. Eine Dehnung im Wadenbereich spüren. Oberschenkel bis zum Gesäß hoch. Und dann kommen wir mit kleinen Schritten zu den Händen. Wir bleiben nochmal tief. Federn zum Boden. Und dann kommen wir langsam. Strecken uns ganz lang nach vorne. Links, rechts auf. Und dann lassen wir uns nochmal zum Boden tief. Einatmen. Und mit der Ausatmung tief. Ein letztes Mal. Und tief. Und damit haben wir es geschafft. Ihr habt es geschafft. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Gerne nochmal die anderen Fitnessvideos vom Hochschulsport testen und weiter fit bleiben.